Samsung hat heute Morgen den November-Patch für die Galaxy S22-Serie veröffentlicht. Ich sage dir in diesem Video alles, was Neues und ob du das Update runterladen solltest. Let's go! Also, nach dem riesigen Update auf One UI 5.0 und Android 13 folgt jetzt das erste kleinere Update mit dem November-Sicherheitspatch. So sieht das Update aus. Du siehst hier, die Gesamtstabilität der Funktion wurde verbessert, sowie die Sicherheit des Gerätes. Das Update ist insgesamt 674 MB groß und gehört damit eher zu den kleineren Updates. Hier wurden also neben dem Sicherheitspatch auch ein paar kleinere Bugfixes behoben. Wenn du das Update auch haben willst, dann geh bei dir mal in die Einstellung und dann scroll ganz nach unten zu Software-Update und dann auf Herunterladen und Installieren. Und dann sollte es dir eigentlich, sofern du ein Galaxy S22-Gerät hast, angezeigt werden. Wir sehen jetzt hier oben, wir sind immer noch bei One UI 5.0, haben aber jetzt den Sicherheitspatch vom November. Falls du dich übrigens fragst, wann dein Galaxy-Handy das Android 13-Update bekommt, Samsung hat mittlerweile eine offizielle Liste veröffentlicht. Da werden alle Geräte samt dem Release-Datum aufgelistet. Ich blende das hier mal ein und verlinke es dir auch in der Beschreibung. Die große Frage, die sich jetzt stellt, was gibt es Neues mit diesem Update? Eigentlich nicht viel. Es sind wahrscheinlich einige Bugs gefixt worden, denn nach so einem großen Update auf eine neue Android-Version gibt es natürlich auch immer ein paar kleinere Fehler. Die Performance soll angeblich auch verbessert worden sein, also gerade mit den Animationen nochmal. Da bin ich mir nicht sicher, aber wir können es ja mal probieren. Wenn ich jetzt mal hier ein paar Apps starte, dann sieht das eigentlich aus wie immer. Die Performance ist jetzt schon sehr gut. Ja, ich sehe jetzt keine großen Unterschiede zu One UI 5. Es läuft einfach sehr gut und flüssig, so wie es sein sollte. Ich habe jetzt hier keine großen Unterschiede festgestellt, aber ich bin auch zufrieden mit der Performance. Es läuft auf jeden Fall jetzt nochmal deutlich besser seit dem Android 13 Update. Auch wenn ich jetzt mal hier Twitter probiere. Ja, also ich finde, das läuft ganz gut. Ich habe hier keinen Ruckeln. Kann mich da nicht beschweren. Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du da einen Unterschied gemerkt hast. Ich habe dann direkt auch mal einen Geekbench-Test laufen lassen und da kam raus, im Single-Score habe ich 1146 Punkte erreicht und im Multiscore 3538 Punkte. Als ich den Test das letzte Mal im August gemacht hatte, da kam ich hier zu dem Ergebnis 1138 und 3463 Punkte. Das heißt, die Performance ist also hier ein bisschen besser geworden. Das war allerdings noch unter Android 12. Also die Performance ist weiterhin sehr gut auf meinem Galaxy S22 Plus. Und One UI 5 hat dazu einen großen Teil beigetragen. Nachdem du das Update installiert hast, empfehle ich dir auch, dein System mal zu optimieren. Geh dazu in die Einstellung, dann auf Akku- und Gerätewartung. Und hier kannst du erstmal dein Gerät oben auf diesem Button hier optimieren. Da werden dann Apps erkannt, die einen hohen Akkuverbrauch haben und die werden dann im Hintergrund geschlossen. Wenn du allerdings dein Handy nochmal richtig optimieren willst, dann lad dir aus dem Galaxy Store die Good Guardians App runter. Die sieht so aus und hier kannst du dann den Galaxy App Booster probieren. Da werden dann, wenn du den startest, deine gesamten System-Apps tiefgreifend nochmal optimiert. Da klickst du einfach auf Optimize Now und dann dauert das vielleicht so 10 bis 15 Minuten. Und da werden halt nicht nur die Apps, die du runterlädst und aktiv nutzt, sondern auch die Apps, die im Hintergrund laufen, optimiert. Das kann auch nochmal bis zu 5% mehr Geschwindigkeit einbringen. Und was ich auch jedes Mal empfehle, nach einem Update, geh in den Galaxy Store, halt am besten den Finger hier drauf und dann klick auf Apps aktualisieren. Denn mit jedem Software-Update werden auch hier bei den einzelnen Samsung-Apps neue Versionen hochgeladen und da solltest du auch mal die neueste Version haben. Das gleiche gilt natürlich auch immer für die Apps, die du aus dem Play Store runterlädst. Da kannst du einfach hier beim Play Store den Finger lange draufhalten, auf Meine Apps klicken und dann hier auf Alle aktualisieren klicken. Und dann lädt er da die neueste Version runter. Falls du dich übrigens fragst, was das für ein geiles Wallpaper ist, das ist ein Wallpaper aus meiner Kollektion. Ich habe 20 abstrakte und farbenfrohe Wallpaper veröffentlicht. Jetzt zu Black Week gebe ich dir 15% Rabatt. Wenn du deinem Handy auch ein neues Leben einhauchen willst, dann hol sie dir. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Soweit zum November-Update für die Galaxy S22-Serie. Ich habe bis jetzt also nichts Negatives feststellen können. Im Gegenteil, die Performance ist sehr gut. Es gab keine Systemabstürze oder sonstige Freezes. Deswegen empfehle ich dir, das Update runterzuladen und zu installieren. Du kannst mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie das Update bei dir läuft. Hast du irgendwelche signifikanten Verbesserungen feststellen können? Lass uns gerne in den Kommentaren austauschen. Wenn du noch ein Handy aus der Galaxy S22-Serie haben willst, schau dir mal mein Samsung Black Week Deals Video an. Da habe ich die besten Angebote für aktuelle Samsung-Geräte zusammengefasst. Unter anderem bekommst du gerade das S21 FE für 430 Euro bei Amazon, inklusive 12 Monate Extra-Garantie. Das ist ein Mega-Deal, da sollte man zuschlagen, solange das Angebot noch gilt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere mich, damit ich dich bald wieder nerven kann und du auch keine zukünftigen Samsung-Videos verpasst.
Folgt mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Ich bin viel auf Twitter und TikTok aktiv. Alle Links dazu findest du in der Beschreibung. Hier, jetzt kannst du dir links mein Samsung Black Week Deals Video anschauen oder klicke hier rechts für mein One UI 5 Tipps und Tricks Video. Na los, klick drauf. Die Videos sind heiß und fettig.